herzlich willkommen. Wir machen noch eine Runde mit unserem Schamanendeck. Wenn ihr da dazu noch Vorschläge habt, schreibt diese bitte in die Kommentare. Auch wenn wir ein anderes Deck mal ausprobieren sollen, welches gut ist, schreibt das einfach unten rein. Ich hoffe jetzt natürlich heute, dass wir vielleicht noch unseren Ragnaros craften können. Aber das wird sich jetzt dann in den nächsten Spielen zeigen, welche Karten und wie unsere Arena laufen wird. Thrall gegen Uta. Wir bekommen einen Paladin mal wieder. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Eure Zeit ist gekommen. Schildmeister ist gut. Der Artschock bringt uns jetzt am Anfang irgendwie noch gar nichts. Außer er spielt gleich irgendeine krasse Combo. Sollen wir es drin lassen? Na, wir nehmen es mal. Schauen wir mal, ob wir irgendwas anderes bekommen. Na, wird nur schlimmer. Okay, erste Runde, wir sind dran. Können natürlich gar nichts machen. Und er. Ich grüße euch. Ah. Grüße. So, wir können immer noch nichts machen. Deswegen spielen wir mal für unseren Tank. Okay, damit können wir jetzt wenigstens halbwegs was anfangen. Melde mich zum Dienst. Na, spielt sie den Diener? Wir schauen mal, ein bisschen aufbauen. So. Mögen meine Vorfahren über mich machen. Okay, er spielt einen Tank. Den nehmen wir ihm raus. Die Frage ist jetzt nur noch, wie. Hiermit könnte ich ihn zwar zum Schweigen, aber dann würde meiner auch wegnehmen. Dann spiele ich meinen ersten Frosch mal. Ja, das ist schön, aber damit bleiben wir zumindest mal schön drin. Und hoffen, dass wir jetzt dann demnächst dann hier unsere große Karte spielen. Wir können schon mal. Spielt sich einen Mokrapper. Auch schön. Ja, jetzt schauen wir mal, was ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Vielleicht irgendwas. Ja, wäre schön gewesen hinter dem. Und damit macht er sie für uns natürlich extrem nutzlos. Ist aber auch nicht schlimm, denn wir haben ja hier unseren Sechser. Obwohl ich lieber den Demon Bane spielen würde. Aber lassen wir ihn mal da dahinter stehen. So. Und die Karte ist jetzt für uns absolut uninteressant geworden. Gut. Wir haben für ihn natürlich jetzt eine kleine Mauer aufgebaut. Lasst mich nachdenken. Es wird eine Weihe kommen, oder? Spielen wir eine Weihe? Dann kommen dann. Gut. Schenken wir ihm eine Karte? Wir schenken ihm eine Karte. Einmal hier. Wenn ihr meint. Er darf eine Karte ziehen, aber er ist natürlich schön weg. Verzeihung. Wir geben ihm einen Doppel-Tank. Die
Erdenmutter ist nah. So, nächste Runde. Ich will den Staubteufel eigentlich spielen, beziehungsweise vielleicht bekommen wir ja unseren Windzorner. Das wäre jetzt schön. Naja, wir sollen noch nicht mit Karten überlegen, die wir noch gar nicht haben. Vermutliche Taktik. Ihn spielen, ein Totem, wenn hoffentlich ein Tank. Wenn es ein Tank ist, können wir unsere Flammen zu einem Totem spielen. Und ansonsten halt eben die Ingenieurslehrerin. Ja. Ah, er spielt ein bisschen auf Zeit. Klar, wenn er jetzt nichts macht, prasseln wir. Und er spielt so einen. Hier haben wir zwei, hier haben wir drei. Ich würde den eigentlich noch gerne irgendwie heilen. Deswegen schauen wir erstmal, was wir für ein Totem bekommen. Ein Heiltotem. Bringt nichts. Ich krieg beide auf einen 6er Schaden hoch. Wir behalten das uns mal im Ich hoffe, dass ich meine Erfindung finde. Wir schauen mal, ob wir noch eine schöne Karte bekommen. Nein! Hätte ich die vor dem Totem, dann hätte ich ihn mir noch schnappen können. Naja, aber dafür können wir in der nächsten Runde können wir ihn. Es bleibt nicht viel Zeit. Deswegen spielen wir Flanken. Für die Ehre. Wir kommen rein. So. Wir haben eine breite Basis jetzt dran liegen. Und die sollte uns eigentlich helfen, dass wir gegen ja. Eigentlich lasst mich nachdenken. Ja. Wenn ich den Manipulator jetzt hier reinspiele, also erst ihn angreifen lasse, hier nochmal 8 Schaden drauf. Wir haben jetzt hier 11, 15 Schaden liegen. Hier haben wir nochmal 3 Schaden. Ich frage mich, ob... Okay, er legt sich eine Waffe rein und... Was geht er? Okay, er nimmt die Flammenzungen raus. Dann können wir noch ein bisschen zusammenräumen. Ich darf 8 spielen. Er hat 4, er wird mir gleich meinen einen wegnehmen, deswegen schauen wir, dass wir hier noch entsprechend ein bisschen Schaden drauf kriegen. Gleichzeitig schauen wir, vielleicht haben wir Glück und kriegen dann natürlich keinen Tank. 14 langt uns sicherlich nicht. Aber wir spielen noch unseren Teufeli. Das war's. Und eigentlich sollte er jetzt verloren haben, weil auf unserer Hand liegen halt eben 16. Okay, das ist. Es liegen immer noch genug Schaden. Die 6 und die 3 liegen. Er wird mir einen wegnehmen. Einen weg. Legt bei 11 und dann macht er halt
Okay. Jawohl, ein Sturmtotem. Okay. Wir haben hier 6. 10 langt. Nein, langt nicht. Na. Das Dingo! Ja! Okay, wir machen uns hier den Schutz rein. Elemente, zeig mir den Weg. 6, 8. Moment, 6, 8, 12 langt. Blutgische Elemente, zeigt mir den Weg. Okay. Ja. War ein langwieriges Spiel jetzt. Mir gefällt das schon mal. Es sind blöde Sachen drin. Klar, es ist noch ein rechtes Starter-Deck, aber ja, man kann sicherlich noch was dran verbessern. Nichtsdestotrotz, wir haben gewonnen gegen den guten Xisbe Falatok. Und ja, wenn ihr Vorschläge habt, wie wir das Ganze noch verbessern können oder ein anderes Deck habt, schreibt diese bitte unten im Kommentar. Und natürlich die üblichen Prozeduren, liken, sharen, whatever. Würde mich darüber freuen und bis zum nächsten Mal.